So viel Spaß hatten wir. Oh nein, oh nein. Ah, nein, nein, der hat mich gehauen! Nein! Ich muss weg! Bist du noch am Leben? Ich muss auch weg. Bist du noch am Leben? Nein. Ach, shit, jetzt. Oh Gott, jetzt ist Zombie auch noch mein Feind. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Hide and Seek mit Zombie. Und es geht auch schon los. Hallo, ich bin auch dabei und ich nehme auch natürlich für mich auf. Und ich bin ein Heuballen. Was bist du? Ich bin eine Werkbank. Okay. Die Leute auf meinem Kanal kennen Hide and Seek nicht. Hide and Seek ist einfach, ich bin ein Heuballen gerade und ich kann mich irgendwo verstecken. Und wenn ich 5 Sekunden stehen bleibe, dann zähle ich als fester Block. Und es gibt halt so ein paar Leute, die uns suchen müssen und kaputt hauen. Das kann man vergleichen mit, Prop Hunt. Genau, bei Gary's Mod. Zum Beispiel von PewDiePie. Ich überlege gerade, wo ich mich hinstelle. Ich glaube, ich stelle mich hier rein. Oh Gott, ich sollte mir auch mal eine Position suchen. Eine, die nicht so auffällig ist. Bitte, 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 so. Noch 2, 1. Ja, nein, drei, ich kann nicht solid eins. Werden. Scheiße. Ich bin fest. So, von außen sehe ich zwar aus wie ein Typ mit einem Heuballen am Kopf, aber eigentlich bin ich getarnt. So. So. Sobald wo bist du denn? Ich will dich suchen gleich. Ja, das wüsstest du gerne. Wenn du gefunden wirst, dann weißt du direkt, wo ich bin. Ich bin bei so anderen Werkbänken. Wow. Sehr aussagekräftig. Es ist nur ein Sucher gerade, ne? Ja, es fängt immer ein Sucher an. Und, ja. Und wenn der einen gekillt hat, kommen immer mehr Sucher dazu, bis am Ende alle Sucher sind, bis auf die Leute, die noch überleben. Sieht man auch schön rechts am Rand eigentlich. Ja, sehr schön mit der. Wie heißt das nochmal das Ding? Das hat ja Mojang irgendwann eingeführt. Wie heißt's? Ich habe auch keine Ahnung. Ich will nicht Scoreboard. Ja, Scoreboard, genau. Oh, Zombie, ja. Der Pro. Und der Black Wolf denkt, du bist weg. Ungespielt ist weg. Oh. Warum denkt ihr das? Weiß ich nicht. Weil du dich gut versteckt hast. So gut hast du dich versteckt, deswegen denkt er, du bist niemand weg. Kann mich sehen. Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Oh, Schwert bekommen, sehr gut. Ja, aber jetzt gerade geschlafen hat. Ich habe bis eben geschlafen und ich habe knapp 16 Stunden geschlafen. Ich war gestern im Phantasialand. Und ich bin danach so platt, boah, heftig einfach nur. Einfach was nur machst du überhaupt? Du bist viel zu alt fürs Phantasialand. Was machst du da überhaupt? Ich wurde eingeladen von Broken Sums TV und das war sehr schön, es war lustig. Okay. Ich habe mir aber sehr stark an meinem Knöchel habe ich mich verletzt. Also verletzt nicht, ich habe meinen Knöchel umgeknickt ein bisschen, weil wir sind durch oh so. Oh nein, du wirst sterben. Echt? Nein, nein, werde ich nicht, nein. Oder rennt ein Stein oder irgendein Zaun. Halt Zaun. So, sag mal gescheit, irgendwo gescheit, wo du bist. Ich werde jetzt amok zu dir rennen. Okay, also, bei Szene. Mir ist direkt die Mauer. Und es okay. Ist so ein, ja, wie so eine Baustelle ist bei mir, mit so einem Kran. Kran, ich sehe eine Windmühle. Ja, also es ist bei dem Friedhof, bei der Kirche, hinter der Kirche beim Friedhof, oder was es sein soll. Und. Ah, okay. Strohballen, Vollgas. Strohballen, ich sehe dich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es Strohballen überhaupt gibt als Auswahl. Das ist cool. So, ich bin bei der Kirche. Bei der Kirche? Ich bin hinter der Kirche. Ja, ich seh dich. Ich bin die Werkbank von den drei Werkbänken, eine von denen. Okay. Die vorderste. Ja, genau. Ich verstecke mich mal kurz hier hinter. Das geht nicht, weil du bist auf einem Half-Slap. Du musst auf einem. Nee, ich sollte auf dem Boden sein, warte. Echt? Bei mir. Ah, ja. Du bist auch jetzt. Bei mir ist solid. Da kommt einer! Oh, da ist einer vorbeigelaufen. Ja. Wir bekommen nach einer Weile auch ein Holzschwert. Haben wir schon. Ja, haben wir schon. Damit hat Knockback, glaube ich. Da kommen zwei, ich glaube, die werden dich finden. Du bist nicht gut versteckt. Doch, ich bin top secret. Ach du Scheiße. Okay, ich renne. der Bananenmann findet dich. Nein, findet er mich auch? Nein, er rennt an mir vorbei. Hui. Natürlich rennt er an dir vorbei, weil ich gerade am Sprinten bin. Ah, okay, du hast sie abgelenkt. Zombie, falls es dich interessiert, ich habe auch gestern ein bisschen aufgenommen. Okay. Vom Phantasialand. Vom Phantasialand. Und das kommt auf meinem RL-Kanal. Kannst ja gerne mal gucken, wie viel Spaß wir einfach hatten. So viel Spaß hatten wir. Oh nein, oh nein. Ah, nein, der hat mich gehauen! Nein! Ich muss weg! Bist du noch am Leben? Ich muss auch weg. Bist du noch am Leben? Nein. Oh shit, jetzt. Oh Gott, jetzt ist Zombie auch noch mein Feind. Nein! Aber du musstest ja fliehen, deswegen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Ich lebe noch! Oh, ein Herz! Ich lebe noch, ich lebe noch! Jetzt einfach nur weg. Noch? Ich lebe noch. Okay, ich werde dich finden. Nein, nein. Oh Gott, alle sind hinter mir. Oh, was ist da los? Was ist da los? Alle. Einer ist hinter mir. Sag ich einfach so, alle. Scheiße, bitte. Reck dein Leben, reck dein Leben, reck dein Leben. Gott, 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 Gott. Nein, ich bin in der Sackgasse. Nein, Sackgasse, nein. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin in die Arme gelaufen. Können wir noch die restlichen 5 Heider suchen? Aber wir haben nur noch 60 Sekunden. Schaffen wir das? Nee.
Doch. Ich glaube, ich bezweifle es mal. Jetzt müssen wir richtig gut suchen. Verdammt, verdammt. Wir hätten uns viel besser verstecken müssen. Viel besser. Ich hätte nicht einfach rumrennen sollen. Warst denn eben gut versteckt? Da ist noch eine Heider. Den schnapp ich mir jetzt. Wo bist denn du? Der backt hier so hoch. Was geht bei dem? Er ist tot. Okay. Noch 4 Stück. Zombie, das schaffen wir vielleicht. Noch 30 Sekunden. Komm schon. Genau, wir haben 31 Sekunden. Dann werden wir 4 Stück auch noch in 30 Sekunden kriegen. Oh. Du darfst übrigens nicht so oft schlagen, weil dann kriegst du dieses Tischgeräusch. Ja, da hat man ja unten die Levelanzeige. Genau. Darf nur nicht auf 0 gehen. Verdammt. Das schaffen wir nicht, ne? Nee. Ich glaube, man kann gar nicht alle finden. Doch, es sind ja noch 3 im Leben, aber es sind nur 8 Sekunden. Aber wir hätten bestimmt alle finden können, wenn wir früher gestorben, weil wir sind nämlich die Besten einfach nur. Ja genau, wir sind die Pros. Was sollen die anderen denn machen ohne uns? Ah Mist, jetzt haben die Heiler gewonnen. Aber ich würde sagen, da hängen wir noch eine Runde hinten dran, damit das nicht so kurz ist. Und vielleicht gewinnen wir beim nächsten Mal. Okay, dann gehen wir direkt mal rein in... welche Map denn? Wir gehen jetzt einfach mal... In die... Ich suche gerade... Space? Nee. Muss die Nummer sagen? Ja, ich suche gerade eine schöne Map. Warte. Lass es nochmal Animal Village gehen. 56. 46. Ah, da. Okay. Diesmal suche ich mir meinen Block selber aus, weil... Ich das noch nicht kann. Ich habe den Kompass. Kann's. Ich habe den Kompass schon. Diesmal sage ich dir nicht, was ich bin. Boah. Nein, doch. Folge ich einfach irgendeinen random Block. Ich sag's dir, was ich bin. Ein Steinzaun. Ich habe nämlich ein mega geiles Versteck für einen Steinzaun in dieser Map. Okay. Ich spiele einfach jetzt nochmal die gleiche Map. Wenn du auch ein Steinzaun wirst, boah, dann sind wir übertrieben krass. Stell ich mich ganz offensichtlich neben dich. Guck mal, ich sehe dich. Ja. Oh, das ist ungespielt. Hallo, ungespielt. Hallo, ungespielt, das ist doch dieser Zombie. Ich kann deinen Namen sagen, ungespielt. Ich kann deinen Namen sagen. Z0MB3Y. Bei dir beschweren sich mal alle, dass du meinen Namen falsch aussprichst. Aber dein Name spreche ich richtig aus. Z0MB3Y. Genau. Warte, wie sagst du Zombie? Zombie. Mit Z am Anfang oder sagst du Zombie? Ich bin ein Steinzaun. Ich sage Y. Du bist echt ein Steinzaun? Ja, wo bist du? Okay, wir gehen jetzt zur Kirche. Zur Kirche. Okay, zur Kirche. Zur Kirche, hinter der Kirche. Warte mal, wo ist die Kirche überhaupt? Scheiße, wir müssen uns beeilen. Ich bin bei der Kirche. Ich glaube, ich gehe auch gerade zur Kirche. Ja, hinter der Kirche, da ist ja diese Steinmauer. Und da sind ab und zu so kleine Einkerbungen drin. Und wenn du dich als Steinzaun da reinstellst, dann findet dich meistens kein Schwein. Und da, wo die Werkbänke sind, bin ich gerade. Also da, wo du als Werkbank warst. Scheiße, nee. Scheiße, es geht schon los und ich habe immer noch kein Versteck. Kacke, ich habe... Was sind denn die Einkerbungen, die du meinst? Nee, ich habe irgendwie vercheckt, wo die sind. Okay, bist du da in der Kirche gerade drin? Nee. Okay, da war ein anderer Steinzaun. Oh, ich glaube, es war überhaupt nicht bei der Kirche. Ich glaube, es war auf der anderen Seite. Was, auf der anderen Seite? Oh, warte. Super. Ich versuche jetzt nochmal von der Kirche auf die andere Seite zu kommen. Ey, oder die haben die Map umgebaut. Warte. Wäre asozial. Das wäre wirklich... Können sie doch nicht einfach machen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Warte mal. Wir sind schon 4 Sieger. Ach du Scheiße. Ich renne jetzt einfach mitten durch. YOLO, YOLO, YOLO. Nein. Oh, da ist ein Sieger hinter mir. Oh, er hat mich aber nicht gesehen. Oh. Oh, Schleck mal. Nein. Wer hat mich geboxt? Nein. Oh, das war überhaupt nicht bei der Kirche. Das war bei dem anderen Haus. Okay. Nein. Oh, nein. Nein, ich bin gestorben. Nein. Da setzt er schon seinen Kompass ein und verreckt direkt. Oh Mann, ich dachte, ich hätte als Steinzaun die über... Chancen. Und dann war ich, aber ich weiß jetzt, wo es ist. Es war nicht, weil der Kirche ist auf der anderen Seite von den Gebäuden. Genau gegenüber? Ja. Da ist noch so ein Gebäude. Das ist nicht die Kirche, sondern es ist ein anderes Gebäude. Mensch. Okay. Kacke. Mann, da ist ein Strohbein, den schnapp ich mir jetzt. Oh, der ist auf dem, wie ist er hochgekommen? Den schnapp ich mir jetzt trotzdem. Oh, er geht aufs Dach. Ich back mich jetzt hier hoch. Suche mir auch mal noch eine gescheite Stelle. Ich weiß nicht, immer noch am Rumrennen. Mann! Oh, ich versuche jetzt. Stehen bleiben. Mal verdammt. Verdammt! Ich wollte mich hier hochbangen, aber es hat nicht funktioniert. Ist jetzt jemand auf dem Dach? Bei den Blöcken steht kein Name, wenn die sich bewegen, ne? Nee, und es ist jemand auf dem Dach von der Kirche. Den kriegen wir auf Gack. Ja, auf dem Dach von der. On the roof of the church. Wenn ich jetzt überhaupt Englisch. On the roof of the churches. One block. YOLO.
Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist fehlende Englischkenntnisse, dies, das. Verdammt. On the top of the church hätte ich auch schreiben können. Ah, ich stelle mich mal hier hin. Hier scheint es ziemlich sicher zu sein. Verdammt. Oh, ich kann nicht fest werden. Invalid block to go solid. No. Verdammt. Bad. Dann stellen wir uns mal hier rein. Ich finde auch überhaupt gar keinen. Noch 145 Sekunden. Oh, jetzt muss ich aber loslegen, du. So. Ich gucke jetzt überall. Ich bin so hübsch. Mit so einem Steinzaun im Gesicht sieht man schon toll aus. Wenigstens den Zombie muss ich finden. Den Zombie. Nee. Den Zombie. Wenn du mich findest, töte ich dich mit meinem Steinschwert. Okay, pass mal auf, du hast auch nur ein Holzschwert. Verdammt. Ich hab dich durchschaut. Ich find dich, pass auf. Zombie. Hier ist ein Häuschen, da ist schon jemand drin. Wo ist er denn? Ha! Bist du das? Nein. Jawohl! Findet er mich auch noch direkt. Aber genau dies ist die Lücke, die ich meine. Weil hier findet er nicht normalerweise keiner ein. Also, aber ich... Das war die Stelle, die du gemeint hast. Also eigentlich diese Einkerbung an der direkten Einkirche, das checken die meisten nicht. Nee, jetzt habe ich die Stelle gefunden. Die war noch ein bisschen woanders. Okay, ich gucke auch gleich mal. Dann wissen wir wenigstens, welche Stelle du meinst. Ja. Und da wir sie jetzt in einem Video zeigen, wird sie natürlich nie jemand benutzen. Niemals. Okay, aber wir haben noch 6 Heiler. Go. Noch 8 Sekunden, 6 Heiler. Das schaffen wir vielleicht. 80. Ah ja. Ich gucke einfach mal kurz noch nach der Stelle, damit ich weiß, welche du meintest. Ich meinte, bist du bei mir? Nee. Nee, ich bin da, wo ich gestorben bin. Ach ja, komm, mach mal ein bisschen zur Seite. Ich bin nämlich ein bisschen neben dir. Also hier. Nein. Da unten, wo der andere Typ ist. Hier, hinter dir. Komm mit. Ah, hi. Komm mit. Die Stelle, Jawohl. Die ich eigentlich meinte, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, ist diese Stelle hier. Hier drin als Steinstone. Ja, what the fuck? Das ist richtig geil. Aber kann man als jeder Block rein? Ja, kann man theoretisch als jeder Block rein. Dann sieht man das ja gar nicht. Aber als Steinstone fällt es überhaupt gar nicht auf. Krass. Hier wird gerade ein Esel penetriert. Ja, ich sehe schon. Was ist da los? Lass dir mal den Esel in Ruhe. Das arme Tier. Kann man nicht einfach irgendwo... Man kann sich so geil verstecken. Schau mal, wenn man hier hochklettert und dann da reinhüpft in die Lücke. Wo denn? Hier, hinter dir. Oben, hier. Guck einfach nach oben. Ach so, da, das bist du. Ach, ja, stimmt, das kann man auch machen. Aber das fällt schon ein bisschen auf, oder? Ja, da guckt doch kein Mensch hin. Ja, stimmt. Aber man kann sich auch hier drauf verstecken. Das ist eigentlich auch ganz geil. Hier so. Gibt schon gute Stellen. Besser als die ganze Zeit am Boden zu kleben und direkt getötet zu werden. Wie wir. Wir sind einfach zu schlecht. Hä? Ich werd geboxt! Ja, da hat der Steinzaun. Oh, Steinzaun. Kill him. Wir haben gewonnen? Ne, 4 Hiders remain. Ach, wir haben verloren. Wir haben schon wieder verloren. Aber wir haben ihn noch gerade getötet, Aber wir haben ihn noch getötet, ja. Ja. Das ist ein kleiner Erfolg, ein Teilerfolg. Aber wir müssen deutlich bessere Sucher und bessere Verstecker werden. Ich glaube, fürs nächste Mal müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Leute, falls ihr wollt, nicht mehr Skills. Wenn ihr ein bisschen mehr von diesem Hide-and-Seek-Spielmodus sehen wollt, also dann könnt ihr gerne das Video mal bewerten oder schreiben, ob ihr es gut findet. Ihr könnt uns ein paar Tipps schreiben, falls ihr schon die Mega-Hider oder Seeker seid hier, weil irgendwie uns fehlen immer so ein paar Leute. Wie ist es bei euch? Fehlen euch auch immer, also habt ihr auch immer das Gefühl, dass die Hider im Vorteil sind? Oder was sagt ihr? Ja gut, ich würde sagen, dann war's das für diese Runde. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.